Die Stadt Le Mans, malerisch im Nordwesten Frankreichs gelegen, seit nunmehr 90 Jahren weltweit Inbegriff für Motorsport. Traditionsbewusst und dabei zuschauernah, mit ein Erfolgsgeheimnis des 9 Jahrzehnte überdauernden Mythos. Alljährlich eingeläutet von der technischen Abnahme, dem Scrutineering inmitten der Stadt. Fans in unmittelbarer Tuchfühlung mit den Boliden. Das gibt es so kein zweites Mal auf der Welt. Le Mans ist so besonders, weil es auch ein so populärer Event ist. Alles wurde über die Jahre für die Fans getan. Wir wollen die Fans in das Zentrum des Rennens bringen. Und das war schon immer der Fall. Anfassen, erleben, mitfiebern. Die obligatorische Fahrerparade im Herzen Le Mans. Eine Veranstaltung, die keinen kalt lässt. Egal, wie oft man sie schon erlebt hat. Es ist fantastisch. Wie soll man es beschreiben? Naja, vielleicht so. Wenn du ein sehr gutes Essen mit großartigen Fans und großartiger Atmosphäre hast, bleibst du einfach hungrig, oder? Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. So etwas konnte ich mir nicht vorstellen. Ich bin wirklich sehr beeindruckt. Das Treiben im Vorfeld des Jubiläumsrennens ist nicht minder beeindruckend. Hollywood-Stars an der Strecke hat Le Mans viele gesehen. Hollywood-Stars auf der Strecke gab es seit Steve McQueen im Jahr 1970, bislang aber eher selten. Die Ausnahme Grey's Anatomy-Star Patrick Dempsey. Einmal mehr nicht nur als Besucher vor Ort, sondern selbst als Fahrer unterwegs, lässt er sich im Vorfeld gerne den ein oder anderen Tipp von einem Top-Piloten geben. Wenn man sich dieses Level an Professionalität und Engagement ganz genau ansieht, das ist das, was jedes Team erreichen will. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum Audi so gut ist. Es ist jetzt mein zweiter Start in Le Mans. Patrick Long und Joe Foster sind meine Co-Fahrer. Ich liebe es, hier zu sein und ich bin sehr froh, fahren zu dürfen und Teil des Events sein zu können. Unter den Augen tausender Fans beginnt dann pünktlich um 15 Uhr das Jubiläumsrennen, bei dem André Lotterer bereits nach wenigen Sekunden die Spitze gegen Markenkollege Alan McNish erobern kann. Dann, bereits 9 Minuten nach dem Start, schockiert der tragische Unfall von Aston Martin-Pilot Alan Simonson alle Beteiligten. Der Däne erliegt seinen Verletzungen wenig später im medizinischen Zentrum. Nach dem Schock nimmt das Feld nach der ersten von ungewöhnlich vielen noch folgenden Safety-Car-Phasen das Rennen wieder in Angriff. André Lotterer muss seine Spitzenposition dann durch eine längere Reparatur abgeben. Über die Nacht führt somit der Audi mit der Nummer 2 das Rennen an, dahinter die beiden Toyota-Sportprototypen. Nach Tagesanbruch sorgen dann einige glimpflich verlaufende Ausritte noch einmal für Aufsehen. Ehe nach 24 Stunden das Trio Loic Duval, Alan McNish und Tom Christensen einen historischen Triumph feiern kann. Den 12. in Audis erfolgreicher Le Mans-Geschichte. Ich bin in das Rennen gestartet und ich wollte wirklich für meinen Vater fahren, denn er ist dieses Jahr verstorben. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mich mit Alan und meinem Vater zu einem kleinen dänischen Bier zusammensetze, dann würden beide wollen, dass ich alles versuchen soll, um dieses Rennen mit Audi für Alan zu gewinnen. Das ist es, was wir auch getan haben, aber ein Happy End kann man das wirklich nicht nennen. Das 90-jährige Jubiläumsrennen, eines, das gewiss lange in Erinnerung bleiben wird.